meine erste Frage ist, wie würden Sie die aktuelle Position, sofern es denn überhaupt eine richtige gibt, unserer deutschen Bundesregierung zu Syrien? Die gibt es gar nicht. Ich meine, entweder laufen die deutschen Amerikaner da, oder sie machen mal einen verzweifelten Versuch, was anderes zu machen, wie das in Libyen der Fall war. Und beides geht meistens daneben. Nicht, die einzige richtige Entscheidung, die getroffen worden ist, war die Entscheidung, nicht im Irakkrieg mitzumachen. Dagegen war es eine falsche Entscheidung, als einziges Mitglied der Europäischen Union und auch des Atlantischen Bündnisses in Syrien nicht wirklich formal mit so einem Bordhilfe. Wir brauchten weder ein Flugzeug noch zu entsenden, noch einen Soldaten. Das war einfach nur eine Willenserklärung. Und das tun wir einfach theoretisch gegenüber den Alliierten. Aber die Entscheidung zum Beispiel im Hinblick auf Irak war hundertprozentig richtig. Das heißt, ich jetzt auch wieder bei Syrien, wenn sie um Gottes Willen hüten, sich in die syrische Angelegenheit einzumischen. Ich meine, gestern ist es ja gerade auch in der New York Times wieder hochgepoppt, dass diese ganzen Giftgasaktionen wohl der Regierung zugeschoben werden sollen, dem Assad-Regime, und dass da jetzt wohl diese rote Linie, von der Obama immer gesprochen hat, überschritten ist. Was sind Ihrer Meinung nach oder was wären Konsequenzen, wenn der Westen da jetzt wirklich in das nächste Land reingeht? Das ist die gleiche systematische Irreführung, wie sie damals im Irak stattgefunden hat, wo man auch gesagt hat, wir hätten ungeheure Lager an Giftstoffen und auch an Raketen. Tony Blair sprach ja von der drohenden Vernichtung Europas durch irakische Satelliten, nicht wahr, was ja völlig blödsinnig ist. Und jetzt dabei, es wird mal wieder die Leute, man will Syrien, man sieht, dass der Assad wieder an Boden gewinnt. Und jetzt muss man schnell einen Vorwand finden, um diese sogenannte rote Linie, ein blöder Ausdruck, dann eben zu demarkieren und dann eben den aufständischen Waffen zu schicken. Man weiß ja noch gar nicht, wessen Hände die landen, die Waffen, nämlich die wirklichen besten Kampfkräfte auf Seiten der Aufständischen, sind nicht die Deserteure der syrischen Armee, die so zahlreich auch nicht sind, wie man gesagt hat. Das sind meistens Dorfgemeinschaften, sunnitische Dorfgemeinschaften, die zusammengeschlossen haben, die aber militärisch nicht viel taugen. Die wirklichen Kämpfer, die auch bereit sind zu sterben, das ist die Jabhat al-Nusra, also diese extrem islamistische Bewegung. Und die haben sich ja mit der, wie die Amerikaner selbst zugegeben haben, mit der Al-Qaida von Mesopotamien verbündet. Also wir werden jetzt ein Verbündeten von Al-Qaida. Das sagt aber kein Mensch. Nicht. Die deutsche Presse ist eben nicht frei. Warum ist die deutsche Presse nicht frei? Warum machen so wenige den Mund? Weil die deutsche Presse nicht, weil der Paul Sethe, ich weiß nicht, ob man ihn heute noch kennt, der war ein Nachkriegsjahr ein großer, sehr konservativer, aber sehr großer Journalist in der Welt, in Frankfurt, der schrieb er ganz ultra-konservativen Blättern, aber da hat man geschrieben, die Freiheit der Presse im Westen, die Freiheit von 200 Leuten, reichen Leuten, ihre Meinung zu veröffentlichen. Jetzt sind es in Deutschland vielleicht noch 4 oder 5. Es wird ja doch bestimmt vom Verleger, welche Linie gefahren wird. Und der Verleger nennt den Chefredakteur und der Chefredakteur schaut, dass die Redakteure das Richtige schreiben. Und wenn einer nicht in der richtigen Linie liegt, dann kann er eben nicht mehr schreiben. Eine vornehme Form der Zensur. Ja, durchaus. Und dann gibt es auch noch die Autozensur in den Köpfen, wo die Leute schon meinen, das und das liest der Chefredakteur bzw. der Verleger gern und schreibt dann auch entsprechend. Was würden Sie, wenn Sie jetzt selber recherchieren, nicht vor Ort sind, was sind für Sie seriöse Quellen, um über Syrien aktuell sich zu informieren? Ich kenne Syrien seit dem Jahr 1951. Und wenn ich höre, dass auf Seiten der Freiheitskämpfer ein Rang hat, Shishakli ist, also ein Verwandt, 1951 war der Diktator von Syrien, Adil Shasha Shishakli, General. Und das war ein äußerst harter Mann. Also, da muss ich sagen, also das ganze Freiheitsgerät ist ein bisschen töricht, nicht wahr? Das hat angefangen in Dera, bezeichnet unmittelbar an der jordanischen Grenze, von wo es dann auch über die Saudis und über die auch keiner beeinflusst werden konnte, mit Kundgebungen, die teilweise sogar gut gemeint, wir wollten natürlich mehr Freiheit haben. Aber
hatten ja inzwischen gesehen, was in Libyen passiert war, was in Ägypten passiert. Die Begeisterung war nicht groß. Und dann ist das eben aufgebauscht worden. Und die entscheidende Sache war dann eben, dass die Türkei ihre Grenze völlig offen gemacht hat für die Waffentransporte, die aus Saudi-Arabien und Katar hereingekommen sind. Und, ja. Sagen Sie, das war eine initiierte Aktion in Syrien, ungleich dem, was in Tunesien und Ägypten passiert ist? Kaum zu vergleichen. In Tunesien war es eben, sagen wir, ein Zwischenfall, da hat sich dieser Wander Gemüsehändler selbst verbrannt. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht, ob der das aus politischen Gründen oder aus Liebeskummer gemacht hat. Das weiß kein Mensch, auch nicht an unserer Stelle. Aber es hat dann eben erstaunliche Folgen gehabt. Vor allem hat es ja in Tunesien irgendwie niemand damit gerechnet. Das sind ganz friedliche und zahme Leute, die Tunesier, auch sehr stark europäisiert sich. Also das ist ja die französische Präsenz, das war ja ein Protektorat, relativ tolerant gewesen. Aber ausgerechnet da ging es dann los. Und wir stehen auch heute in der Situation, dass selbst in Tunesien die vielgründige Demokratisierung nicht stattgefunden hat. Die Partei, die dort schon angab, ist die Ennahda, ursprünglich eine ganz honorige Partei, aber eben war in der Auseinandersetzung mit den extrem islamistischen Kräften der Partei Nur, die da auch dort auftritt, die von Saudi-Arabien aus finanziert ist, wissen wir gar nicht, wie es weitergeht. Was macht denn den Islam, den fundamentalistischen Islam in diesen Ländern so stark? Ja, teilweise. Sind es die Saudis? Ist es das Geld, was über die Grenzen da von Leuten reinkommt, die ein Interesse daran haben? Nein, es ist natürlich auch, wir dürfen also nicht vergessen, diese Bewegungen wie die Hamas in Palästina oder früher die Heilsfront in Algerien, auch die Muslimbrüder in Ägypten, waren karitative Organisationen, die sich um die Bevölkerung gekümmert haben, die große Gemeinschaftsküchen errichteten, Schulen bauten und so weiter und dadurch eben die Bevölkerung für sich gewonnen haben. Das fing nicht mit Gewalt an. Aber dann kam natürlich in dem Moment, als die Regierung dann darin eine Gefahr gesehen hat, dann kam natürlich die Reaktion der Regierung und dann haben natürlich auch die islamischen Parteien zur Waffe gegriffen. Die Bereitschaft dazu stand ohnehin, war ohnehin vorhanden und es hat dann eben zum Beispiel in der Algerien in den letztlichen 8-jährigen Bürgerkrieg gegeben, mit 200.000 Toten, von denen kein Mensch geredet hat. Nachdem, ja, das ist eben die Heuchelei des Westens, die ganze Politik des Westens ist durch Heuchelei geprägt. Es hat freie Wahlen stattgefunden, der General Chalip el-Jadid war töricht genug gewesen, freie Wahlen einmal zuzulassen, in der völligen Verkennung der Tatsache. Und die Jibhat al-Islamiyya al-Qas, also die islamische Heilsfront, hat auf einmal die Mehrzahl, der sitzt im Parlament. Und da hat man mal schnell geputscht. Und der Westen hat da nichts gesagt. Er war heilfroh, dass diese Gefahr abgewendet war. Ja, während man an anderen Orten eben da sehr viel weniger nachsichtig war. Die Situation in Syrien, wie würden Sie die im Moment beschreiben? Ja, das ist natürlich doch eine weitgehend konfessionelle Auseinandersetzung geworden, wobei nicht, es ist ein Irrtum zu meinen, dass die Sunniten geschlossen auf Seiten der Aufständischen standen. Gerade auch in der Armee sind ganze, der größere Teil der Armee ist bei Assad geblieben. Und vor allem, es gibt ja in Syrien, da gab es wenigstens eine beachtliche Mittelklasse, ein Bürgertum. Und die hatten gesehen, wie das Chaos in Libyen entstanden ist, wie der Lebensstandard in Ägypten gefallen ist. Die waren gar nicht sehr erpicht darauf. Es ist dann wirklich von außen reingetan worden. Und zwar nicht etwa aus humanitären Gründen oder weil man die Demokratie dort einrichten wollte. Und so weiter. Syrien unter Bashar, also der Vater war sehr viel ärgert, aber unter Bashar, das war ja ein relativ harmloser Staat verglichen mit anderen. Sondern es ging darum, und das ist der Kern, von dem niemand redet, man wollte verhindern, dass sich eine solche iranisch-schiitische Brücke von
der ganze Afghanistan bis zum Mittelmeer, also bis zur Hezbollah, schlagen würde, wobei man die Alawiten, die in Syrien den Ton angeben, als Schiiten bezeichnet, was sie mehr oder weniger sind. Also sie verehren Ali, kann man sagen. Mhm. Ja. Ist es in der Tat so, dass Assad im Moment an Boden gewinnt, wieder stärker wird? Ja, seit der Schlacht von dem Kampf von Al-Qusay, der wirklich ein Schlüsselpunkt ist, hat er die Verbindung zwischen Damaskus und den alawitischen Gebieten, nicht wahr, wo er an der Küste, wo er seine Hauptposition hat, ist hergestellt, und vor allem Qusay ist zurückerobert worden mit Hilfe der Hezbollah des Libanon. Aber die haben da auch gute Gründe, dazu einzugreifen, nämlich nachdem wenn die Alawiten mal in Syrien ausgeschaltet worden wären, die wären also nicht nur enteignet worden, unter ihren Posten enthoben worden, sondern die wären umgebracht worden. Es gab ja den Spruch, die Christen nach Beirut und die Alawiten ins Grab, die würden auch bis zum Letzten kämpfen, aber die Hezbollah wäre dann doch sehr isoliert gewesen, auch in ihrer Ecke. Und Jordanier, Saudis, die Sunniten des Libanon, auch Syrien, und Amerikaner natürlich und die Israeli in einer törichten Verkennung der Sachlage ebenfalls, hätten dann versucht, die Hezbollah auszumachen. Da haben sie natürlich mit eingegriffen. Die Hezbollah ist die beste Armee, über die Araber im Orient verfügen. Die haben, was hier auch immer totgeschwiegen wurde, im 2006 die israelische Offensive 3 Wochen lang aufgehalten und zurückgezogen. Ich meine, die ganze Unterstützung, die der Westen da mittlerweile in den Nahen Osten reinpumpt, ich meine, als Resultat kommt raus, Israel ist geschwächter denn je. Ja, das ist also, aber Gott, das ist also, ich meine, Netanyahu hat es ja auch kürzlich selber gesagt, ne? Wir wissen nicht, wo die Waffen hinkommen, ne? Ob die wirklich an die Rebellen gehen. Ja, wir wissen, dass die Israelis, das ist die Frage. Nicht? Die Juden sind bekannt als für ihre Klugheit, ihre Intelligenz. Aber politisch sind sie nicht sehr intelligent, sonst hätten sie nicht Iran zu ihrem Hauptgegner gebracht. Der Khomeini, ich habe keine wenigen persönlich gekannt, der hat gegen Juden nichts gehabt. Der Iran ist das einzige islamische Land, wo noch eine Minderheit von etwa 30.000 Juden leben und ihre Synagogen haben und auch ihren Kultus, einen Abgeordneten im Parlament haben. Gut, sie dürfen keine Zionisten sein, natürlich. Ja. Aber es ist ja gar nicht so, dass Syrien der große Feind Israels ist. Die Israelis werden sich noch umsehen, wenn sie diese Al-Qaida-Verbände, also die Nusra-Front oder so etwas, an ihrer Golan-Grenze haben. 40 Jahre lang ist, seit dem Yom Kippur-Krieg, an der Golan-Grenze bei Kuneita, kein Einzelschuss gefallen, kein Einzelschuss. Da sind die Österreicher und da war totale Ruhe. Und seitdem natürlich dieser Aufstand ausgebrochen ist, wird da gelegentlich auch geschossen, das wird sich verschärfen. Es ist immer der absolute Blödsinn des Westens zu meinen, wenn jemand zum Beispiel in Afghanistan, so die Amerikaner glaubten, weil die Mujahideen, mit denen ich unterwegs war, weil die Feinde der Russen, der gottlosen Shurawi, der Sowjets waren, wären sie die Freunde Amerikas, aber überhaupt nicht. Ich weiß, sobald die Russen raus waren, waren eben die Amerikaner die Feinde. Ist es wirklich ein Mangel an Kenntnis oder wollen die es nicht wissen? Das ist, also, ich glaube, das ist, die CIA ist teilweise sogar ganz informiert. Die Amerikaner haben die besten Orientalisten, die es überhaupt gibt. Aber die politische Klasse in Amerika ist eben total verdummt und total ignorant. Nicht wahr? Woran der Westen krankt, ist an Ignoranz und Heuchelei. Was könnten die EU machen, um die Situation was sollen die Deutschen machen? Ich meine, hören Sie doch mal bloß den Unsinn, den die deutschen Politiker von sich geben. Spätestens im Jahre 2003, also nach dieser Blitzaktion der Amerikaner in Afghanistan, die übrigens gut geführt war militärisch, da hätte man sofort wieder rausgehen müssen anschließen. Aber man wusste, dass das Ding schief gehen würde. Es lagen die BND-Berichte vor.
Das lagen die Berichte der Kommandeure vor. Man hat es in Berlin einfach nicht wahrhaben wollen. Ich will die Minister nicht nennen. Ich habe mich damit in der Besucher von den anderen Fallen getroffen. Aber sie wollten es nicht wissen. Der Einzige, der es im Grunde richtig gesehen hat, also der hatte eben auf der anderen Seite Pech gehabt, war der Gutenberg gewesen. Ja, aber was der Jung war, unter uns gesagt, ein Minus Habens, also hat keine Ahnung, ein lieber Kerl. Aber keine Ahnung, der hat sogar damit geglaubt, dass es gut gehen könnte. Nicht wahr? Und man sieht ja jetzt an dieser an diesem Jubelhauch, an dem de Maizière, völlig unzureichend die Unterrichtung der Minister durch ihre Staatssekretäre und ihren Beamtenapparat ist. Und da hatte eben der Gutenberg einen verantwortlichen Staatssekretär rausgeschmissen. Er hat das Volk aufgeholt, hat er völlig recht gehabt. Ich meine, Irak ist ein Desaster, Afghanistan ist ein Desaster, Kosovo nicht so super toll. Was muss denn passieren, dass das wirklich gelernt wird und dass man dann vielleicht begreift, dass man eine Transformation hin zu einer Demokratie, wenn man das denn irgendwie möchte, dass man das anders angeht? Oder was sind andere Wege? Ich kann nämlich das Wort Demokratie nicht mehr hören, das ist ein schreckliches Krieg. Ja. Also auch das Wort Menschenrechte wird in einer Art und Weise missbraucht. Ja, wenn ich den französischen Minister Juppé, früher den Außenminister Juppé, gemeinsam mit dem saudischen Außenminister, den Saud bin Faisal, auftreten sehe und die Syrer zu ermahnen, doch gute Demokraten zu sein, das ausgerechnet die Saudis, nicht wahr, denn wirklich, dann muss ich ehrlich sagen, die Heuchelei ist nicht mehr zu überwinden. Was wäre aber ein anderer Weg, Länder zu transformieren? Mehr Rechte? Das ist doch nicht unsere Aufgabe, das sollen wir selber machen. Geht uns nichts an. Wir sollen es sein lassen. Nicht wahr? Zum Beispiel auch die Intervention in Libyen, dass man den Gaddafi los sein wollte, war völlig berechtigt. Aber man hat ihm ja vorher noch, obwohl er Lockerbie auf dem hatte, und ein internationaler Terrorist war, viel mehr übrigens als Saddam Hussein, der überhaupt keinen internationalen Terrorismus gemacht hat, sondern nur intern. Aber Gaddafi hat es ja gemacht, aber man hat ihn dann ja wieder in Gnaden aufgenommen und gehätschelt und schöne Waffensysteme gegeben. Aber man hat gemeint, als dann in Benghazi ein Aufstand ausbrach, angeblich mit seinem Namen der Demokratie und der Menschenrechte, und man glaubt, das sei also jetzt die Stunde, die Demokratie in Libyen einzuführen. Dass die Cyrenaika immer ein Schwerpunkt islamischer Bruderschaft gewesen ist, weil dass sie bis 1931 noch gegen die italienische Kolonialmacht gekämpft habe, dass da der Schwerpunkt des kämpferischen Islamismus, sage ich gar nicht negativ, gelegen hat. Das wusste man offenbar nicht und war dann sehr erstaunt, als dann auf einmal der amerikanische Botschaft ausgerechnet in Benghazi umgebracht wurde. Was sind die Beweggründe, warum der Westen da trotzdem meine Umsatzbekehrer aufnimmt? Ja, also in vielen Dingen, so blöd es klingt, ist es natürlich auch das Erdöl. Aber jetzt, also mit der Dings, also mit dieser Aktion gegen Syrien, will man einfach dieses Verbindungsstück der Brücke Iran-Hisbollah zerbrechen wollen. Und die Israelis, nachdem sie nun sind im letzten Krieg von 2006, sind ja nur Katyusha-Raketen abgeschossen worden, das war relativ harmlos inzwischen. Und damals schon verfügten die Hisbollah auch über Raketen, die bis nach Tel Aviv reichen könnten und so weiter. Und die Israelis sind halt so besessen davon, den Iran als seine Verbündeten in die Schranken zu werfen. Wobei ich sehe den Grund gar nicht. Ich habe selber mit Khomeini über Israel gesprochen und als ich meine Frage einreichte, das habe ich über seinen Sohn Ahmed getan. Das war eine der Fragen, was machen Sie mit den Juden in Israel, wenn Sie das den Staat Israel nicht anerkennen und auch auflösen wollen? Und ich hatte damals noch den Regierungssprecher an meiner Seite und Ahmed saß im Gurm und die fing da an zu lachen. Und da habe ich gesagt, was ist denn los, nicht zu lachen, die Frage. Er hat gesagt, Ahmed hat gerade, der Sohn von Khomeini hat gerade eine so idiotische Frage, habe ich noch nie gehört.
als ob die Araber jeweils die Juden besiegen würden. Das ist die Einstellung. Aber das, das weiß man noch mal gar nicht. Das weiß man im Westen nicht. Bitte? Das weiß man im Westen nicht. Weiß ich nicht, ich hab's geschrieben. Ja. Was ist denn Ihr Szenario für diesen Konfliktherd rund um Israel rum? Wo glauben Sie, wird es hingehen? Wir sollen uns raushalten aus dem Scheiß, verdammt nochmal. Jetzt, Gott sei Dank, der Erdogan wird nicht stürzen über die Geschichte der Antrexin-Klassiker. Also hat eine sehr große Rahmenanhängerschaft, also wird dann sehr viel getan, also das muss man auch sagen. Aber natürlich hat er doch eine erhebliche Gegnerschaft in den alten Kemalisten und in den Aleviten. Die Kurden sind auch noch da, das soll man nicht vergessen, das ist nicht geregelt, die Frage. Und aber die Vorstellung, die man schon wieder im Westen hatte, die Türkei ist jetzt die Form des aufgeklärten Islam, tolerant, die Brücke von Europa zur arabischen Welt, das ist jetzt natürlich hinfällig geworden. Gott sei Dank, dass diese Illusion nicht zurückgekommen ist. Wieso Illusion? Wieso Illusion? Das ist eine totale Illusion. Wir erleben eine Re-Islamisierung der Türkei. Wenn sie ab 10 Uhr abends keinen Alkohol mehr bekommen, wenn im Flugzeug kein Alkohol mehr serviert wird, wenn die Frauen auf dem Lande doch lieber besser ein Kopftuch anziehen und so weiter. Und es gibt eine ganze Menge, wenn im Umkreis von Moscheen und Koranschulen kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird. Und so. Es gibt eine Vielzahl von restriktiven Bestimmungen, nicht unbedingt auf die integrale Scharia hingeht, aber doch eine, und dann, wie gesagt, die Toleranz gegenüber den anderen Religionen in der Türkei ist minimal. Da ist der Iran viel toleranter gegen Saddam Hussein im Irak, war viel toleranter gegen den dort befindlichen Christen. Seit Saddam Hussein gestürzt ist, die Hälfte der Christen aus dem Irak geflohen. Und, in Syrien ist es genauso. In Syrien, in Aleppo, ist eine starke armenische, also christliche Gemeinde, die natürlich zutiefst unruhig ist, vor allem durch das Vordringen der Türken da. Und die schicken ihre Kinder nach Erevan und sie selbst greifen zur Waffe. Um zu überleben. Inwieweit birgt es wirklich Gefahr für den Dritten Weltkrieg? Bitte? Inwieweit birgt diese Situation da unten Gefahr für den Dritten Weltkrieg? Nö, dazu reicht es nicht. Dazu reicht es ja, das ist ganz cool. Die sind ja auch untereinander zerstritten, nicht wahr? Nur ist eins, nicht wahr? Europa. Die europäischen Staaten sind nicht kriegstauglich. Wir brauchen immer auch die Amerikaner. Über die Amerikaner ärgern und über uns die Haare raufen, über die Dummheiten, die sie machen, sind weiterhin auf sie angewiesen, als die Briten und die Franzosen in Libyen ihren Luftkrieg geführt und sie gut geführt haben. Aber nach 3 Wochen gingen ihnen die Bomben und von voll musste erstmal die Luftabwehr durch die Amerikaner Platz gewälzt werden, weil da musste sie auf die Amerikaner zurückgreifen. Und so ist es überall. Die Rolle der NATO ist Amerika. Das gleichzusetzen mit Amerika, ne? Ja, aber da geraten wir natürlich auch in einer Abhängigkeit von Amerika. Europa befindet sich in einer unwürdigen Situation. Was können Sie machen, um da rauszukommen? Ja. Das erste Mal den Leuten, dass wir anständige Waffen brauchen. Das macht doch keiner. Im Gegenteil, das Militärbudget wird dauernd reduziert. Die Franzosen haben jetzt einen hervorragenden Feldzug in Mali geführt. Das hat für mich eine tiefe Genugtuung gewesen, weil ich auch mal ganz schön gedient habe. Aber die müssen jetzt schnell sehen, dass sie rauskommen. Nicht wahr? Kommen die raus? Ja, sicher kommen sie raus. Ja. Aber wer wird an die Stelle treten? Die Mali-Armee ist ein Sauerhaufen. Und die ganzen afrikanischen der Truppen der Afrikanischen Union, auch wenn das UNO-Kontingente sind, haben überall versagt. Ich habe es ja erlebt am Kongo, in Sierra Leone und was so toll was. Es geht ja alles schief. Und trotzdem lernt man nicht. Bitte? Und trotzdem lernt man nicht auf der Regierungsebene. Ja, was soll man lernen? Wie wollen Sie aus einem Bambara Maya einen guten Soldat waren. Da gibt es Dinge, nehmen an die Mosse, diese kriegerische. Die Franzosen haben die
Tugu aus Tschadsee, das ist ein sehr kriegerischer Stamm. Nicht? Glauben Sie, dass, ich meine, das ist ja sehr, sehr westlich dominiert, die ganze Diskussion um den, was sich da abspielt? Nee, die Russen haben. Die Chinesen hatten, das sind die Klügsten, die halten sich völlig zurück. Aber jedenfalls, wenn es dann zu einer Abstimmung beim Sicherheitsrat kommen würde, würden sie dagegen stimmen. Wie sieht es mit Indien aus? Bitte? Mit Indien? Man kann es vergessen. Es ist ja nicht im Weltsicherheitsrat und Indien hat sich auch militärisch nicht gehört. Ich habe indische Truppen in Katanga damals erlebt. Die Gurkha waren sehr gut, ja, im Sieg und so. Aber die indische Armee, gut, die ist natürlich der pakistanischen überlegen. Aber ist, ich glaube nicht, dass man die groß zum internationalen Einsätzen ausschicken kann. Nicht? Das ist auch nicht unser Kulturkreis. Nicht? Das Letzte, was ich gerne noch ansprechen würde, ist das Thema Religion. Es wird ja vieles hochstilisiert als zu... Wohin? Im Mittleren Osten, dass es heißt Islam gegen Judentum, ne? Oder Araber gegen, ja, aber was immer das... Da wird ja auch immer gelogen. Deswegen habe ich dieses etwas zweideutige Zitat aus dem Koran heute genommen, wo ja von Töten und getötet werden die Rede ist auch neben... Der gemeinsamen Verheißung. Ja, das ist ein sehr aufschlussreicher Vers. Aber im Koran steht natürlich die Toleranz für die Völker des Buches da. Für das sind Juden, Christen, Sabäer weiß ich nicht genau, was das ist. Aber die Toleranz war doch sehr relativ für die Nicht-Muslime, ja, die der Familie des Buches angehören, also im Wesentlichen Christen und Juden. Durften nicht auf dem Pferd reiten. Die mussten auch irgendwelche Abzeichen tragen, meistens nicht immer. Aber halt. Sie lebten in Ghettos, die sie aber teilweise selber gewählt hatten, um am Sabbat da an der Synagoge dran zu sein. Da waren eine Anzahl von Schritten nehmen. Aber es gab auch regelmäßige Pogrome, vor allem in Ägypten, den Fatimiden als Juden abgeschlachtet worden, auch Christen übrigens nicht. Und bei der Reconquista in Spanien, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Reconquista in Spanien und den Nazis. Die Juden konnten zum Christentum konvertieren. Und die nicht konvertiert sind, wurden nicht in den Gasöfen gesteckt, sondern sind dann in den Maghreb nach Marokko geflüchtet. Also insofern war das wesentlich menschlicher als, aber wie gesagt, der Ausdruck Semi, das ist der Ausdruck für die Familie, das sind die Ahle Kitab, ist eine sehr schöne Umschreibung. Die Semi hatten ihre, wie soll ich sagen, einen minderen Status. Auf dem Balkan zogen die Türken aus, um die christlichen Familien, bei den Serben, die kräftigsten Jungs zu holen und dann in ihre Janitscharentruppe reinzustecken. Teilweise auch in die Schulen, Palastschulen von Istanbul. Also, die sind teilweise zu hohen Positionen aufgerückt. Mhm. Aber jedenfalls eine Gleichheit gab es da auch nicht mehr. Und in der Türkei, der auch jetzt Erdogan hat noch immer nicht erlaubt, dass der Patriarch von Konstantinopel, der immerhin der höchste Würdenträger der orthodoxen Kirche überhaupt ist, dass er ein eigenes Seminar hat, also ist es doch bedingt auch religiöse Auseinandersetzung, das Ganze. Ja, nicht mal sondern Unterdrückung. Unterdrückung. Die Aleviten auch, nicht wahr? Die Aleviten werden als Ketzer bezahlt. Die Aleviten sind nicht gleich wie die Aleviten, das ist so schwer, das auseinanderzuhalten, aber die Aleviten sind, wie soll ich sagen, türkische, sehr starke Schiiten, aber sehr stark von Schamanismus, aber Christentum beeinflusst. Das sind Mischreligionen, sind christliche Religionen. Und die Alawiten sind eine totale Geheimreligion. Sie haben nur eines gemeinsam, sie verehren Ali, den Schwiegersohn des Propheten, mehr als Mohammed. Mhm. Mohammed kommt bei denen gar nicht vor, Ali ist meiner Gott. Wenn man
wir jetzt Tunesien und Ägypten nochmal angucken, ich meine, die Revolution oder der Umsturz war ja wirklich von den Menschen dort getrieben. In Ägypten. In Ägypten und auch in Tunesien, ne? Ja. Ne? Ja, man muss von einer gehobenen Mittelschicht von Intellektuellen, von einer sehr ehrenwerten bürgerlichen Schicht in Tunesien ziemlich groß ist, die in Alexander, die in Kairo und Alexandria auch vorhanden war, aber natürlich in den Provinzstädten, vor allem in den Dörfern eben nicht. Ich meine, die Masse der Bevölkerung befolgte einen braven, relativ friedlichen Islam, in dem sich ganz gut leben ließ, übrigens für die Leute dort. Das Schlimme ist jetzt, dass aus Saudi-Arabien, unserem engsten Verbündeten, jetzt die Extremisten kommen. Aller islamische Extremismus kommt aus Saudi-Arabien, auch bei uns hier. Auch unsere Salafisten hier werden von Saudi-Arabien aus finanziert. Den Leuten liefern wir die Leopards ein. Das zeigt also die ganze Hypokrisie. Warum gelingt es nicht in Ländern wie Ägypten oder Tunesien, da jetzt auch wirtschaftlich so unter die Arme zu greifen, dass es den Menschen dort besser geht? Ja, die machen sich ja selber kaputt. Das waren ja Länder, die im Wesentlichen vom Tourismus lebten. Tunesien zu einem Drittel. Und wenn sie den Bikini verbieten und Alkohol verbieten, dann kommen die Touristen nicht mehr. In Ägypten ist es ähnlich. Das bahnt sich an, es ist noch nicht überall durchgeführt, vielen Hotels sind schon durchgeführt. Und dann ist ja sagen doch, die Sicherheit hat nachgelassen, was die Ägypter zwar inzwischen nicht was. Es gibt ja schon viele, die den Mubarak nachtrauern. Ja. In Ägypten ging es, ich sag, wirtschaftlich ging es besser unter dem alten Regime. Vor allem, sie genossen eine Sicherheit, die heute nicht mehr vorhanden ist. Die kriminellen Elemente sind da sehr stark geworden. Und es geht ja nahezu für alle Länder, ne? Ja, also Libyen ist einer der Höhepunkte, nicht? Und die Algerier, algerische Militärs, die wirklich Macht ausüben, müssen jetzt sehr aufpassen, dass bei ihnen nichts passiert. Zumal der Präsident Bouteflika, der relativ beliebt war, der liegt im Sterben ungefähr. Wie sieht es mit Jordanien aus? Ist das ein Land? Jordanien existiert doch gar nicht. Ganz Jordanien ist ein Anhängsel von Saudi-Arabien, von Jordanien. Saudi-Arabien unterstützt. Amerikaner sind da natürlich, die Briten haben dort ihre alten Positionen. Und die Israelis sind die Protektoren Jordaniens auch. Aber das kann sich ändern, nicht auch mit dem gewaltigen Zustrom von Flüchtlingen. Das sind natürlich nicht nur liebe Jungs dabei, oder demokratisch gesonnene Freiheitskämpfer, sondern da sind auch Hardliner dabei und vor allem da sind auch sehr viele von den Palästinensern dabei, die in Syrien lebten. Ja. Nicht wahr? Und in Syrien lebten die nicht schlecht, sie lebten besser als woanders. Und es ist bezeichnend, dass der Führer, der Auslandsführer der Hamas, Bashar, der früher in Syrien lebte, weil er einen akzeptierten ihn nicht. Er war zu radikal, das ist in Katar. Katar ist mal wieder der engste Verbündete des Westens. So, Katar spielt eine ähnliche Rolle wie Saudi-Arabien? Ja, nur mit 200.000 Einwohnern, nicht wahr? Ja, im Grunde ein Witz, den der Staat nicht habe. Aber sowas wird toleriert. Da wird dann die Formel 1 gemacht und da werden die Fußballspieler ausgetragen und so weiter, weil eben dieser Emir auf einem gewaltigen Vorrat von Erdgas und Erdöl sitzt und das sich alles leisten kann. Mhm. Das ist nur, wir leben in einer total korrupten Welt. Da sind auch diese Emirate, die so viele Idioten hier bewundert haben. Das ist natürlich eine Schande, nicht? Also wie das Geld dort verpuffert wird und das sind ja nur 25%, höchstens sind wirklich Untertanen der dortigen Emire und Sultane. Die anderen sind ja als Fremdarbeiter und die wir waren wie Sklaven. Ob die aus Indien, Bangladesch, wo auch immer kommen, ja? Bitte? Aus Indien, Bangladesch oder wo auch immer. Indien, Bangladesch, Philippinen, Thailand und so weiter. Das ist heftig. Marokko? Wie sieht es in Marokko aus? Da waren wir auch Unruhen. Bitte? In Marokko? Ja, in Marokko ist es noch ganz im Moment ziemlich ruhig. Nicht? Der König hat dort eine besondere Stellung. Der ist also nicht nur weltliche Herrschaft, der ist auch seit jeher
Marokkaner haben nie einen fremden Kalifen anerkannt, also weder einen osmanischen noch einen abbasidischen, noch einen umayyadischen. Sie hatten immer ihren eigenen Amir al-Mu'mini, also für die Sache der Gläubigen. Und insofern genießt der König aber ein größeres Prestige auch beim Volk als religiöse Autorität. Nur ist der jetzige König, der Sechste, natürlich längst nicht so energisch und ich würde sagen, so ruchlos auch, wie sein Vater, als er bezahlte, der schärfstens durchgegriffen hat und wirklich das Land im eisernen Griff hatte. Was da war, das ging, da weiß man nicht mehr. Die Franzosen, also die Stunde Unabhängigkeit, waren auch durch den Aufstand der Berber, von denen sie glaubten, die wären auf ihrer Seite völlig überrascht gewesen. Nicht die Städte, sie haben sich dann erhoben, sondern die Bauernstämme. Okay, vielen, vielen Dank.